motif, tout nous nous rassembler, nous tout nous avons trouvé, qui maille nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient, mais moi, moi, je m'imagine, si ça va vous détruire, nous beauté. Vous avez dit, nous tout nous nous rassembler, nous nous tout nous joignons ensemble, pour nous chanter ensemble, nous l'indépendants. Machen eine Wanderung auf Tarawai. Hier durch das Dickicht. Annette ist der Scout. Da sieht man an der Scoutmütze. Und überall liegen hier diese tollen Blüten rum. Alles voll. Guckt euch das an. Wie in einem Blumenladen. Die Annette muss sich durchs Dickicht kämpfen. So, der Weg ist gerichtet. Super. Irgendwo muss da jetzt die Annette aus dem Dickicht kommen. Aber sie kommt nicht. Wo ist sie denn hin? Wurde sie von einem Orang-Utan entführt? Aber die... Ah, nee. Da kommt sie. Da ist sie. Gott sei Dank nicht entführt worden. Und plötzlich sind hier wieder Pinien. 6. Januar 2023. Wir sind auf dem Weg von Rigitea nach Tarawai, diesmal aber in den Westen von Tarawai. Und wir können herrlich segeln. Wir schweben so durch das Atoll. Herrlichstes Wetter, 13 Knoten Wind. Kurz vor 1. Die Angel ist seit 10 Minuten im Wasser. Und es zuckelt irgendwie ein klein bisschen. Also so schnell sind wir nicht, dass da so viel Zucht drauf sein könnte, wenn das ein richtig großer ist. Wir werden es erwarten. Ja, ein Bonito. Lassen wir aber liegen. Wir laufen ein in die Bahia Aganui. Die Annette bereitet den Anker vor. Die Lupina ist schon am Anker. Herrlich! Das sieht ja hier aus wie in den Alpen. Ich habe jetzt eine Kokosnuss aufgemacht, die schon hier einen Keim hatte. Und so sieht sie jetzt innen drin aus. Mal gucken, ob das schmeckt. Ja? Soll ich da mal reinbeißen? Mach mal. Ja, das schmeckt so wie Kokosnuss-Schaum. Wenn man sich da die Palmen und den Strand wegdenkt, dann könnte man meinen, man ist an einem Bergsee in der Schweiz. Oder was meint ihr? Nadelwald, Wiesen, Berge, herrlich. Und das hier in den Gambia Islands. Bye.
Sonntag. Wir sind wieder auf Paraguay bei Valerie und Urban. Und es gibt Potluck. Jeder hat was mitgebracht. Heute ist schon wieder ein bisschen mehr los als letztes Mal. Es sind noch zwei große Katamarane da, einer aus der Schweiz und einer aus Frankreich. Das zweite Boccia-Spiel ist im Gange. Ja. Schön. Ja, und ich habe den Weg richtig frei gemacht, das merkt ihr hoffentlich. Ja. Ich war den ganzen Weg weiß auf Deutsch. Da kommt der Rest. You okay? Geht durch den Urwald immer bergan. Bis hierhin sind Annette und ich nicht gekommen letztens. Und deswegen ist das hier auch schon wieder zugewachsen oder noch nicht freigeschnitten worden. Ah. Adriana! Ja, Dingi ist noch da. Herrlich. Dicke, 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 d
Außenriff. Und ganz toll sind hier die abgestorbenen Korallen. Was die alles für Muster haben, das sieht aus wie handbearbeitet. Hier. Aber alles Naturkoralle. Jetzt laufen wir über dieses Motu. Das ist ungefähr in der Mitte. Ich würde sagen, hier, das ist vielleicht 200, 250 Meter breit. Also rechts von uns ist jetzt der offene Pazifik und links von uns ist die Lagune. Hier sieht ziemlich trocken aus, aber alles aus Korallen entstanden. Salzwasser? Ja, nein, könnt ihr auch. Das ist der Pass, durch den wir geschnorchelt sind. Der ist ziemlich flach, deswegen kann man da mit dem Segelboot nicht reinfahren. Mit dem Dinghy geht's, aber mit dem Segelboot geht das nicht. Nee, ich bin schon froh, dass ich dich drauf habe. Ja. 14. Januar. Wir laufen zum Flughafen, um zu gucken, wie wir Birgit und Heinz abholen können. Zum internationalen Flughafen von den Gambierinseln. Wir haben die Start- und Landebahn entdeckt. Da hinten ist sie.
Da ist der Flughafen Tower. Also hier können tatsächlich Flugzeuge landen und starten. Der Anlegehafen hier vom Flughafen. Also das könnte klappen, dass wir Birgit und Heinz hier abholen. Zur Verabschiedung der Esmeralda haben wir jetzt gerade Essen bestellt. Leider gibt es hier keine Restaurants, wo man drin sitzen kann. Oder zumindest hat keins auf. Und deswegen sitzen wir jetzt hier am Strand und müssen eine Stunde warten, bis das Essen da ist. Es ist Vollmond heute. Da haben wir jetzt schon eine Stunde gewartet auf unser Essen. Und gerade haben wir erfahren, wir müssen noch eine Stunde warten. Es ist so viel los heute. Jetzt ziehen wir aber um, uns ist hier zu windig. Es steht wirklich jetzt was auf dem Tisch. Nicht das, was wir bestellt haben. Also nur Köppi. Aber. Nee, wir hatten den Fisch bestellt eigentlich, aber es kam nicht. Dabei haben wir extra unsere Dosen mitgebracht, damit das da reinkommt, aber hat auch nicht geklappt. Die Lupina hebt den Anker. Heute am 16.01.2023 und sie verlässt uns und fährt Richtung Marquesas. Alles wird verstaut und seefest gemacht. Wir hatten eine schöne Zeit mit euch. Dankeschön. Wir sehen uns irgendwo auf dieser Welt wieder. Und vielen Dank, dass ihr uns mit dem Virus Brandy Dog infiziert habt. Tschüss, gute Fahrt. Servus, euch auch gute Fahrt. Jo, macht's hübsch, ciao. Geht das? Ciao! War schön mit euch! Danke, Michael! Noch eine Runde um die Limelight und dann geht's los. Ja, wir schätzen mal so 4 bis 5 Tage, je nachdem wie der Wind ist. Anfangs soll er schwach sein, aber nachher wird es schon stärker und bläst sie zu den Marquesas. Ai tara ti ta tai ti tau i paruru i ana.